Hallo und herzlich willkommen zu den Extraction News. Es ist soweit. Die Gamescom ist live und damit haben wir entsprechend viele Neuigkeiten. Viele Games bringen News raus, Updates, neue Seasons und so weiter und so fort. So zum Beispiel der Tarkov Vibe. Aber wir haben vor allem auch News zu Release-Terminen und da wird es besonders spannend. Fangen wir mit dem größten Vertreter im Genre an und das ist natürlich Escape from Tarkov. Dem Urvater, dem Papa der Extraction-Loot-Shooter-Genre, im Genre. Und zwar ist es so, dass Tarkov in den Vibe gegangen ist. Und zwar war es soweit, ich glaube es war am 20.08. um 16:30 Uhr ungefähr, so um den Dreh, ist sozusagen der Vibe passiert. Wer nicht weiß, was ein Vibe ist, das ist die komplette Zurücksetzung aller Spielinhalte, aller Fortschritte. Das heißt, der Spieler fängt wieder von Null an, alle Items werden genommen, alle RPG-Progresse, also irgendwelche Fortschritte in zum Beispiel Stärke-Eigenschaften, Charisma und so weiter und so fort, wenn er wieder auf Null gesetzt wird, der Spieler fängt praktisch einen komplett neuen Account an. Das führt immer zu einem Hype, das heißt, die Spieler sind in dem Moment wieder Feuer und Flamme, alles neu erkunden zu können, weil sie vieles bereits kennen, vieles wiederholt sich, man guckt, wie schnell man vorwärts kommen kann, man versucht, anderes zu übertrumpfen, aber auch Spieler, denen es langweilig geworden ist, weil sie bereits alles erreicht haben, gucken wieder rein, schauen sich das Spiel wieder an, versuchen wieder, ihre Ziele zu erreichen und herauszufinden, was es Neues in dem Spiel gibt. Und da gibt es ziemlich viel. Wir haben neue Maps, neue Inhalte, neue Mechaniken, neue Waffen, neues dieses und jenes, also die Tarkov-Liebhaber kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es ist wirklich ein recht guter Patch, so wie es aussieht. Auch technisch ist das Ganze relativ gut über die Bühne gelaufen. Natürlich gab es wieder Probleme, dass einige Leute nicht reinkamen, Serverprobleme, dies, das, jenes. Aber ist ja auch ganz normal bei einem Tarkov-Hype. Es gibt ja diesen schönen Spruch, never play on Vibe Day und sowas auch diesmal wieder. Aber nicht ganz so krass, also es zielt sich alles in Grenzen. Von daher alles ganz gut über die Bühne gelaufen. Und ja, wen das interessiert, die Twitch-Zuschauerzahlen im Peak waren 170.000 bis 180.000 gleichzeitige Zuschauer am Dienstagabend. Und das ist auf jeden Fall eine gute Zahl für den Vibe. Wir werden aber sehen, wie sich das Ganze entwickelt, denn am 23.08. wird das Ganze dann in die Twitch-Drops gehen. Das heißt, für Escape from Tarkov gibt es dann Drops. Die Leute können dann sozusagen über Twitch-Drops Ingame-Items bekommen. Also sie gucken einem Twitch-Drop-Streamer zu und bekommen dann als Belohnung einfach mal eine Waffe oder ein bisschen Währung oder ein Stück Holz oder eine Dose oder ein super wertvolles Item oder was auch immer. Komplett random sozusagen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr interessant für die Spielerschaft, weil so über diesen Zeitraum dann kostenlos an Items rankommen, was einfach geschenkt ist. Und entsprechend treibt das natürlich auch die Twitch-Zahlen hoch. Warum ist das so extrem spannend, diesen Vibe? Ja, dieser Vibe, der erste Vibe ist, wo es ernsthafte Konkurrenz gibt. Wir reden hier einmal von Arena Break oder Infinite, die ja ganz gute Zahlen hingelegt haben bis dato. Überraschenderweise, trotz des ganzen Hates, sind die Zahlen wirklich gut gewesen. Und Delta Force, die trotz ihrer Alpha, also Alpha ist ja momentan, oder ist immer so eine Phase, die nicht so viel gespielt wird, weil ja, es ist eben ein Progress, der wieder auf Null zurückgesetzt wird. Und trotzdem waren auch hier die Zahlen relativ gut. Deswegen sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich Tarkov entwickeln wird. Ich persönlich denke, es wird keine Auswirkungen auf Tarkov selbst haben. Und sie werden wahrscheinlich komplett durchstarten wie immer. Vielleicht gibt es nächsten Vibe dann irgendwelche Auswirkungen. Wobei Nikita, also der Chef, der CEO von BSG natürlich sagt, dass er gar nicht mehr so lange darum machen will, sondern möglichst bald in den endgültigen Release gehen will, denn wir sind hier natürlich immer noch in der Beta. Vom größten Extraction-Loot-Shooter kommen wir jetzt mal zu dem kleinen Freund, und zwar Incursion Red River. Die haben letztes Jahr ihren Release gefeiert. Der einzige PvE, also reine PvE-Extraction-Loot-Shooter gegen den Early Access 2023. Und ja, mittlerweile ist es so, dass sie eine neue Map planen. Sie planen neue Inhalte, neue Animationen. Auch das haben sie jetzt zur Gamescom sozusagen genutzt, in diesem Rahmen dann das Ganze angekündigt. Also auch hier sehr, sehr spannend. Sie gehen in die nächste Runde und wir werden sicher bald Neuigkeiten bekommen zur nächsten großen Version, die Incursion Red River raushaut. Auch extrem spannend ist hier Ark Raiders, unser totgeglaubter Freund. Da ist ja wirklich schon lange Zeit nichts mehr von zu hören gewesen. Und es ist so, sie schreiben hier, Ark Raiders kommt 2025. Also das Spiel ist nicht tot. Wir haben zwar jetzt lange nichts davon gehört, aber es wird weiterentwickelt. Wer Ark Raiders nicht kennt, es ist eine Entwicklung, die praktisch zuerst nicht als Extraction-Loot-Shooter geplant war und dann sozusagen eine neue Wendung bekommen hatte. Ich glaube, es war auch 2022, 2023 um den Dreh. Und da haben die Entwickler angekündigt, wir machen einen reinen Extraction-Loot-Shooter. Es gab eine frühe Alpha, die wir bereits spielen durften. War ganz interessant. Und das ist jetzt aber schon weit über ein Jahr her. Und wie gesagt, seitdem nichts mehr davon gehört. Und jetzt heißt es, 2025 geht's los. Es scheint vorher Playtests zu geben, also meldet euch gerne an auf Steam, wenn ihr da reinschauen wollt. Ich selber habe vorhin nachgeschaut, ich bin sogar schon freigegeben, aber ich kann noch nichts runterladen. Mal gucken, ob es nach der Gamescom vielleicht soweit sein wird, dass wir playtesten können. Das wäre natürlich ultra gut, wenn wir auf jeden Fall dann auch im Livestream antesten.
Die nächste Ankündigung kam von Exoborn und zwar ist das jetzt ein Extraction Looter, der etwas mehr PvP-orientiert ist. Da sind auch Entwickler dabei von Escape from Tarkov und Co. Also alles sehr vielversprechend. Es wird kein Free-to-Play-Titel, man muss diesen Titel kaufen und sie haben jetzt ihr allererstes Gameplay rausgehauen. Kurz vor der Gamescom interessanterweise, also nicht zur Gamescom, sondern davor. Das erste die ersten Ingame-Szenen, die wir sehen konnten. Es gibt auch einen schönen Artikel dazu von der GameStar, die recht viel Gameplay-Material analysiert und gezeigt hat. Und ja, zur Gamescom jetzt erwarten wir natürlich weitere News. Und hier erwarten wir vielleicht heute, morgen, übermorgen die News, wann möglicherweise dann das Ganze losgehen soll. Sie scheinen in den Startlöchern zu sein. Sie machen jetzt momentan sehr, sehr viel Werbung. Also ist praktisch eine Werbekampagne angelaufen. Und das heißt, da passiert irgendwas die nächsten Tage. Also wen Exoborn interessiert, unbedingt auf dem Schirm haben. Die nächsten Tage sicherlich wird da eine dicke News kommen für einen Playtest oder eine Alpha, eine Beta oder ähnliches. Sehr, sehr, sehr spannend. Mit den Worten, we are Marauders, haben wir damals die erste Marauder Alpha gespielt. Das ist schon lange, lange her. Danach sind sie in Early Access gegangen. Und ja, seitdem ist es still geworden um dieses Spiel. Es hat eine sehr, sehr kleine Community. Es hat sich nicht wirklich so nach oben arbeiten können. Aber sie arbeiten weiter dran. Und sie haben vor der Gamescom ein Update rausgehauen, neuen Spielcontent. Es gibt neue Szenerie, neue Maps und neue Mechaniken im Spiel. Auch das hat leider nicht den erhofften Hype erstmal ausgelöst. Aber es ist spannend, dass sie immer noch am Ball sind. Man hätte ja auch denken können, dass sie das Projekt aufgeben, weil es eben nicht den durchschlagenden Erfolg hat. Aber es ist nicht so. Sie bleiben dran und das finde ich richtig geil. Ich persönlich liebe dieses Steampunk-Setting, was sie machen. Es ist ja so, dass man da nicht einfach nur in einen Raid reingeht, in einem Science-Fiction-Steampunk-Universum, sondern dass man erst in einem kleinen Raumschiff ist und damit dann sozusagen den Raid besucht, sei es eine Raumstation oder einzelne Schiffe oder gegnerische Raumschiffe und dann sozusagen der Raid startet und man wieder von diesem Raumschiff oder der Station entkommen muss und wieder durch ein Dimensionsportal dann nach Hause in seine Basis kommt. Sehr, sehr spannend. Also da ist auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Potenzial hinter. Und da sich das Ganze noch auf kleiner Flamme kocht, ich wünsche dem Entwicklerteam auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist jetzt sicher noch nicht der große Schritt, aber sie scheinen wirklich weiterzumachen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Daumen auch hier gedrückt, dass das gut weitergeht. So, nachdem wir schon über Tarkov geredet haben, kommen wir zu den anderen. Man kann schon sagen, Top 3 in den Top 3. Also wir reden hier von Arena Breakout und Delta Force. Das sind nun mal so mit die größten Anwärter momentan im Extraction Looter Bereich. Und Delta Force ist eher der Casual-Anwärter, so ein bisschen DMZ oder wie heißt das Spiel nochmal? Lost Light angelegt mit dem Mandelbrick und so weiter. Jedenfalls, sie haben eine Ankündigung gemacht, auch zur Gamescom hin. Und zwar wollen sie ihr Spiel umbenennen. Aber keine Angst, wird immer noch Delta Force heißen. Aber das Delta Force Hawk Ops wird entfernt. Das heißt, nur noch Delta Force. Scheint so kompliziert gewesen zu sein. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Delta Force zwei Untermodi hat. Also einmal den Extraction Loot Shooter Modus, der sehr, sehr geil ist, wie ich finde. Und einmal der Battlefield Modus, der sehr, sehr geil ist, wie andere finden. Also ich spiele selber nicht so viel den Battlefield Modus. Aber die Leute scheinen extrem begeistert zu sein. Und um da nicht zu viel Komplexität reinzubringen, sagen sie, okay, unser Spiel heißt Delta Force, / und dann geheime Operationen für den Extraction-Modus und eben Havoc Warfare für den Battlefield-Modus. Wir sind ja in Delta Force momentan in der Alpha und zwar sind wir ab heute 9 Tage eventuell vor Ende, also eventuell endet die Alpha am 28., 29. August. Zumindest ist es ein Datum, wo dann das nächste Event endet und möglicherweise damit auch die Alpha, die dann ungefähr 3-4 Wochen lang gegangen wäre. Eine gute Zeit auf jeden Fall, um vieles anzutesten. Und Delta Force waren in ihrer Alpha sehr, sehr erfolgreich, also super, super Alpha-Test hingelegt. Also man war begeistert in jeder Hinsicht, technisch, spielerisch und entsprechend spannend, was sie jetzt angekündigt haben. Sie haben gesagt, dass sie jetzt bereits den Early Access Plan, also es kommt erstmal keine weitere Beta, zumindest ist es nicht auf dem Plan, es kommt auch keine weitere Alpha und es kommt kein direkter Full Release, sondern sie planen den Early Access ähnlicher Approach, also wie in Arena Breakout, die auch nach der Alpha dann in den Early Access gegangen sind. Sehr, sehr ähnlich. Early Access also in Q4 2024 geplant. Leider jetzt keine Information, ob sie auf Steam in den Early Access gehen werden. Arena Break hat es dann nicht gemacht. Sie gehen über den eigenen Launcher. Also da sind wir sehr gespannt, wie es da wird. Was aber interessant ist auch, ist, dass sie sagen, dass es auf dem Steam Next Fest im Oktober 2024 spielbar sein wird. Was ein ganz krasser Hinweis darauf ist, dass es möglicherweise auf Steam in den Early Access gehen wird. Und wenn das passiert, wird es sicher nochmal einen ganz anderen Impact haben als Arena Breakout Early Access Release, der ja von Steam erstmal ferngeblieben ist.
Sehr, sehr spannend. Außerdem sagen sie, dass sie ihr Spiel umgenannt haben, habe ich eben gesehen. Und dass die Konsolenversion kommen wird und die Mobile-Version. Neuigkeiten dazu werden im nächsten Folgen. Mal gucken, ob noch auf der Gamescom die Neuigkeiten folgen werden. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Early Access. Und wir vermuten dann den Release. Möglicherweise, es gibt nämlich schon Gerüchte dazu, in Q1, also den endgültigen Full Release, Q1 2025. Ist aber nicht so schlimm. Also Early Access für Delta Force. Hauptsache, das Spiel ist erstmal spielbar. Und damit kommen wir zum dritten im Bunde, der aber eigentlich in den Top 3, muss man sagen, was rein so die Zahlen angeht, die wir momentan sehen, auf Platz 2 ist. Also der möglicherweise zweitgrößte Extraction Looter, der momentan ist, ist Arena Breakout. Viele ärgert das tierisch, weil sie immer noch sagen, dass es unfair sei, Tarkov gegenüber. Andere sagen wiederum, es ist halt verdient, weil sie halt was Einzigartiges, Neues machen, wie auch immer. Ich möchte mich gar nicht in diese Diskussion mit einmischen. Tatsache ist nun mal, dass sie die zweitgrößten auf dem Markt sind, also es ist größer als Delta Force tatsächlich. Natürlich kleiner als Tarkov, gar keine Frage. Aber zweitgrößter Kandidat und auch sie haben erstmal zwei Dinge angekündigt. Das erste ist, drei Dinge. Das erste ist erstmal ein Drop-Event und zwar geht es am Mittwoch los, den 21.08. Da starten Drops und zwar kann man 100.000 Loot-Tickets abholen. Das bedeutet, dass man sozusagen beim Zuschauen von Arena Breakout Streams Items bekommt, also Ingame-Items. Da scheinen auch Items dabei zu sein, die einfach Geldpreise, also Ingame-Geldwährungspreise beinhalten. Also zum Beispiel 200.000 Kön oder einfach eine Waffe, Ausrüstung oder was ganz Einfaches, nicht Brauchbares. Auf jeden Fall werden Items rausgehauen. Wenn man sich Twitch-Streams anschaut, wir werden sehen, wie lange das Ganze läuft. Übrigens sehe ich gerade hier nicht 200.000. Insgesamt werden 1 Milliarde Köns rausgehauen, wenn ich das richtig sehe. Boah, ich muss noch mal drüber lesen. Also insgesamt werden 1 Milliarde Köns rauskommen in Ingame-Währung und ein einzelner Zuschauer kann bis zu 2 Millionen Köns gewinnen. Nur durch Zuschauen. Das ist schon mal eine Ansage. Jetzt ist es ja so, dass sie sehr, sehr viel Hate abbekommen haben aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie Köns zum Kauf anbieten für Echtgeld. Also man kann mit Echtgeld die Ingame-Währung kaufen, was sehr, sehr viele Kontroversen ausgelöst hat. Einige haben gesagt, gut, das haben sie von Anfang an so kommuniziert. Andere sagen, ja gut, aber sie haben kommuniziert auch gleichzeitig damit, dass es keinen Pay-to-Win-Effekt gibt und das wäre ja ein Pay-to-Win-Effekt. Also sehr, sehr heiß und auch teilweise dreckig geführte Diskussionen, die man hier sieht. Aber ihnen scheint es erstmal egal zu sein, die hauen den nächsten Schritt raus und sagen, dass sie den Release anpeilen. Und zwar geht es los, Full Release, Ende des Jahres. Also sie gehen tatsächlich einfach weiter und ziehen ihr Ding durch, was ich erstmal gut finde, dass sie ihrer Schiene treu bleiben. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt überlegen, wann könnte das denn sein Ende des Jahres? Und es ist so, dass Season 0, korrigiert mich, ich glaube am 6. Dezember endet. Das heißt möglicherweise 6. Dezember, 7. Dezember, Full-Release-Termin, das wäre dann zu Nikolaus, das ist ein ganz witziges Datum, also möglicherweise an diesem Tag Full-Release und Full-Release würde dann wiederum bedeuten, dass sie auch auf Steam online gehen werden und dann mit Season 1 sozusagen in das Game voll durchstarten und dann werden wir sicherlich endgültig sehen, wie die Monetarisierung aussieht, die Details aussehen um das Spiel herum, welche Maps drin sein werden, wie das mit dem Battle Pass aussieht, mit dem Loot-Container. Der Loot-Container, muss man ja sagen, ist momentan zu diesem Zeitpunkt, jetzt aktuell in dieser Stunde, nur kaufbar. Man kann ihn zwar bekommen durch tägliches Einloggen und so weiter, aber nur zeitlich begrenzt. Wenn man ihn langfristig haben will, muss man ihn kaufen. Und das stört sehr, sehr viele und sehr, sehr viele haben da ihr Veto eingehoben. Jetzt gucke ich das an. Bin sehr, sehr gespannt, ob sie diese Mechanik ändern, was sicherlich sehr, sehr interessant wäre, wenn sie das tun und meiner Meinung nach auch wichtig wäre. Aber wir werden sehen. Das Spiel wird bis jetzt angenommen. Wie gesagt, das ist der zweitgrößte Extraction Loot Shooter trotz allem. Und ja, Ende des Jahres ist es soweit für Release. Und um noch einen draufzusetzen, haben sie ebenfalls noch die Konsolenversion angekündigt. Sie haben ja bereits im Vorfeld gesagt, oh, durch das große positive Feedback möchten wir auf Konsole gehen, aber es war noch nie so handfest und jetzt ist es ganz offiziell schwarz auf weiß, Console confirmed, huge thanks und so weiter und so fort. Also auch hier auf der Gamescom die Konsolenversion offiziell bestätigt. Wir wissen nicht, ob das jetzt was mit dem Release zu tun hat. Wahrscheinlich wird es nachgereicht, kann ich mir gut vorstellen. Auch ob Crossplay oder Cross-Progression in-game sein wird, ist erstmal noch zu bezweifeln. Sie haben nichts darüber gesagt. Es gibt ja auch kein Crossplay oder Cross-Progression mit der Handy-Version. Es sind zwei komplett unterschiedliche Versionen. So wird die Konsolen-Version wahrscheinlich eine komplett eigene Version sein. Möglicherweise, wir gehen erstmal davon aus, kein Crossplay und kein Cross-Progression. Anders als in Delta Force übrigens, wo es ja komplett Crossplay und Cross-Progression, oh mein Gott, diese Wörter, geben wird. Also viele News, momentan der Tarkov-Vibe und die Delta Force Alpha, dann möglicherweise Anfang Oktober
der Early Access Release von Delta Force und dann der Full Release von Arena Breakout im Dezember. Möglicherweise alles Spekulationen. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall unserem Genre insgesamt, egal was drumherum passiert mit dem ganzen Shitstorm und so weiter, tut das Ganze gerade extrem gut. Und dann haben wir eben noch die anderen Anwärter, wie zum Beispiel Exoborn, die auch bald auf der Bühne stehen werden. Schöne, schöne, schöne Zeit. Leute, ich verabschiede mich, sage bis zu den nächsten News. Hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.